Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow 2. Das letzte Mal haben wir Camilla besiegt, beziehungsweise das vorletzte Mal sogar, und ihre Nebelgestalt erhalten, mit der wir schon einige Sachen sammeln konnten. Vor allem auch in Camillas Gesteck. Und jetzt haben wir hier was, wie zum Beispiel Kaidos Zahn hier. Und mehr Sachen sind natürlich noch dabei, von uns gefunden zu werden. Ich muss sagen, ich habe diese Folge schon mal kurz angefangen, aber ein Gegnertyp hat mir gerade so ein bisschen die Nerven geraubt, deswegen ich gesagt habe, komm, letzte neu, machst du von vorne. Und zwar sind hier unten Skelette und da seht ihr sie jetzt auch schon. Problem ist einfach an der Sache, dass ich dieses verdammte Blut nicht kaputt kriege. Ich weiß nicht warum, aber hier an dieser Stelle, es ist echt unfair. Ganz ehrlich, er greift alles und jeden an, nur nicht die Typen. Und das nervt dann irgendwann schon mal gewaltig. Deswegen fliehe ich jetzt einfach und habe keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, ihr versteht das, dass ich die umhaue. Hier, geh mal weg da. Woo! Wisst ihr, was ist halt so, solche Sachen, die mich dann einfach den letzten Nerv kosten? Und das muss nicht sein. So, ich fliehe jetzt einfach. So. Ach so, darf ich gar nicht. Oh, jetzt habe ich ja jetzt schon wieder den Rad ab, ne? Weil ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber der Kampf hier, die Gegner sind echt unfair. Ihr könnt das Blut einfrieren, das klappt wunderbar, aber danach die kaputt hauen. Ihr müsst damit ja den schweren Angriff benutzen. Wisst ihr ja vielleicht. Das ist so ähnlich, wie es auch im ersten Teil war, nur dass im ersten halt wesentlich einfacher war, die kaputt zu hauen. Nur jetzt wird's utopisch, ganz ehrlich, jetzt wird's super, super fies, die sind super, super stark. Ich kann denen kaum ausweichen, kontern kaum zu reden, kaum der Rede. Die haben mich, glaube ich, echt noch nicht drauf, wie ich die kontern soll. Und ich bin heute die ganze Zeit am Ausweichen. Jetzt ist er zwar... Seht ihr, was meine ich? Das meine ich die ganze Zeit. Jetzt ist er nämlich wieder da und haut mir natürlich jetzt die Frübe weg. Und ich bin einmal getroffen, halbtot, ihr seht's. Einfach weil ich in so eine Kette gefangen werde, die ich nicht mehr rauskomme. Ich weiß nicht, was sie sich bei diesen Gegnern gedacht haben. Aber ich finde das nicht gut. Guck mal da, das schon wieder. Die merken nicht mal, dass ich sie angreife. Jeder andere Gegner merkt, dass du den angreifst. Die nicht. Und die sind so schnell. Guck mal, wie schnell die sind. Ich raff das nicht mal, wenn die mich angreifen. Jetzt! Ich kann nicht ausweichen, obwohl ich frühzeitig ausgewichen bin. Zählt das einfach nicht. Und jetzt läuft der weg und... Warum habe ich schon wieder das andere ausgewählt? So. Jetzt durfte ich endlich. Danke. Nein, jetzt ist ja... Ihr seht, ich krieg die nicht ausgewichen. Ich weiß nicht warum. Kann ich die eigentlich auch so kommen? Frier ein, du Sch... Ach, das geht doch nicht mal. Dankeschön. Jetzt haben wir sie endlich klein gehauen. Boah, war das ein Sack. Ja, dafür wenigstens 500 Erfahrungspunkte. Huhuhu, schade, wenn ich mich jetzt aufgeregt habe. Boah, nee. Sind das ätzende Gegner. Ganz, ganz ehrlich. Ich glaube, zurück war aber auch kein Gitter mehr, ne? Und da war ich schon, ne? Oder war das woanders? Da ist zu. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob zurück noch... Ah, ich habe auch immer nur so einen Raum hier, ne? Ich kann jetzt nicht mal sagen... Schalt mal durch hier. Das geht nicht. Ah ja.
Denn ich weiß echt nicht, ob da im Hauptgang noch einer war. Ich laufe mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Bin ich mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Da ist ja nichts gewesen. So, mal Schwung auf, bitte. Dankeschön. So. Und zurück. Und vor und sprung. Ich habe immerhin eine Sache gefunden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, aber ich bin so aufgeregt. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das war echt ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch einfach zu blöd dafür, aber wenn ich jetzt durchs Einfrieren, hat es ein bisschen besser geklappt als vorher, aber ich habe die eben auch eingefroren und es hat nicht geklappt. Und der hat einfach die ganze Zeit das letzte Mal, also bevor ich jetzt hier von vorne gefangen habe, hat er einfach jedes Mal, wirklich jedes Mal, irgendeinen Tisch fokussiert statt den Gegner. Und der hat natürlich fünfmal oder sowas regeneriert, jeder von denen. Ich habe meine ganzen Tränke verbraucht, weil irgendwann das Herz halt auch am Leben, ne? Und, ja, boah, das war echt, das war dann so, sowas, wo ich sage, das ist dann nicht mehr fair. Obwohl ich ja eigentlich recht selten sage, ein Spiel ist unfair oder so. Ich spiele auch Dark Souls, wisst ihr ja. Und, na, das war aber wirklich, das war echt, echt übel. Hier war doch noch irgendwo ein Gitter. Weiß ich hier irgendwo? Hallo? Hier will ich noch nicht rein. Hier war doch noch... Ah, hier war noch ein Gitter. Ich dachte doch, hier war noch ein Gitter. War unten auch noch eins? Ich hab grad echt nicht im Kopf. Chaos Craft. Ah, schade, dass die nicht mehr aufgeladen werden. Ich glaube, im ersten Teil wurde die Magie immer aufgeladen, ne? Ja, die sind ja kein Problem. Komm, die kriege ich auch so klein. Aber ich möchte trotzdem erstmal... hier umhauen. Das Coole ist natürlich, hier gibt es endlich wieder rettende Leben, rettende Mana, rettende von allem was. So langsam zehrt es auch an den Kräften. Komm her, hau das Vieh um. Und zack, zack, zack. Dankeschön. Wie, was war das denn? Was bitte war das? Warum war der direkt wieder aus dieser... Warum war der direkt wieder da draußen? Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden, warum die Strohle da direkt wieder draußen war. Ich hoffe ja auch nicht, da ist doch noch irgendwo einer, das sag ich doch. Das auch nicht, ne? Ah, die kann man am Boden binden. Das ist natürlich einfacher, ne? Boah. Ja, so macht sie ja Pyl natürlich um einiges einfacher, klar, aber. Naja, naja, hier ist halt ein Mittelchen. Das klappt an den Skeletten leider auch nicht, weil die werden zwar ein bisschen langsamer, aber das war es auch schon. Die sind da nicht so anfällig wie jetzt gerade die Hapyren zum Beispiel. Die ja da, wie ich gerade gemerkt, extrem anfällig gegen sind. Das ist ja cool. Das Gute ist, ein Raum weiter sind dann noch mehr Hapyren. Können wir sie auch schön damit umhauen. Muss man nur erstmal wissen. Okay, da war also nichts mehr. Hat sich trotzdem gelohnt. Ich meine, wir können jetzt da jederzeit wieder zeigen gehen nach dem Kampf. Und jetzt hoffentlich auch wieder alles da. Hauen wir sie einfach mal weg. Und zocke, zocke, zocke. Oh, bum, bum. Und zack.
guck mal hier, guck mal, was hier wenig Probleme die jetzt machen. Das ist ja Hallo? Das ist ja unglaublich. War hier noch ein Nebel? Ich meine, ach, Nebel sag ich. Ich sag immer Nebel, ne? Ich sag immer Nebel statt Gitter. Weil hier müssen auf jeden Fall noch zwei Geheimnisse sein, die wir vorher noch nicht geholt haben. Und wir haben auch diesen Kerl hier nicht gesehen. Ich glaube, das ist eines dieser Geheimnisse. Gebetet ist ein Eugen Gregory. Vater, gib mir Kraft. Beschütze mich vor den Kreaturen, die auf der Lauer liegen. Und lass mir an diesem schicksalhaften Tag Hilfe zukommen. Ich weiß, dass du noch Pläne für mich hast, da du es mir ermöglichtest, am höchsten Punkt des reißenden Stromes einen Blick auf einen immens wertvollen Gegenstand zu werfen. Wenn es dir doch nur in den Sinn käme, mir das Talent zu verleihen, den Fluss einzufrieren, um hinaufzuklettern, dann käme ich heran und könnte meine Aufgaben erfüllen. Schließlich deute ich deine Arbeit auf diese Welt und dein Wille ist es, der jede meiner Handlungen diktiert. Es stimmt, dass ich einst an dir zweifelte. Damals war mein Glaube nicht stark genug und ich ließ zu, dass mir ein Pfeil das Augenlid durchschloss. Aber dieses Mal bin ich überzeugt, dass du mir helfen wirst. Ich danke dir, Herr. So, zählt das? Das zählt doch nicht mal dazu. Wow. Ich dachte eigentlich, das zählt dazu. Wo könnten denn jetzt hier noch zwei Verstecke sein, frage ich mich gerade. Hier vielleicht irgendwo? Im Raum über uns? Die hätten doch einfach so vom Fliehen hindern, ne? Hier zum Beispiel. Warum ist denn hier jetzt? Ah, das war schlecht. Das war schlecht. Wie komme ich denn da jetzt hin? Da komme ich mit Sicherheit jetzt schon hin. Da bin ich mir fast schon sicher. Und die Nebelgestalt, die hilft uns, glaube ich, so ein bisschen dabei, weil wir ja langsamer fallen, habe ich gemerkt. Es hätte noch irgendwas zum Durchlaufen. Nö, ne? Das haben wir ja schon alles. Aber hier. Na. Tada! Geht doch, sag ich doch. Hehehe. Das ist immer so ekelhaft mit dem Blut, ne? Muss ich jedes Mal dran zucken, wenn er sich so kaputt macht. Oh. Ich hätte aber lieber endlich mal mehr Tränke. Das zählt doch nicht mal dazu. Ich komme hier gar nicht hin. Das zählt doch nicht mal zu den möglichen Geheimnissen. Doch, zählt wohl. Was sind wir denn jetzt hier? Hallo? Ein Fischmaul? Ja, hier kommen wir natürlich ja nicht hoch, ne? Also der Weg ist uns erstmal verwehrt, weil da kommen wir noch nicht hoch. Na, irgendwo muss ja auch Schluss sein, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was... Ja, von den 17 ist, was wir jetzt hätten holen können, aber hier vorne kommen wir auf jeden Fall noch nicht hin, weil so hoch, ihr seht's. Ich komme doch so hoch. Ja, nicht, warte mal gerade, kann ich da oben schwirren? Ne, ich falle, ne? Ja, ich falle. Na gut, dann kommen wir da nicht dran, aber wir sind immerhin ziemlich elegant mal hier gekommen. Ob das so gedacht ist, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, keine Ahnung, ob das wirklich so gedacht war, aber wir haben es geschafft. Und das ist doch alles, was zählt, oder? Na gut, aber ich meine, das müsste eigentlich so zu schaffen gewesen sein. Ich weiß nicht, ob man von unten normal auch drauf springen kann. Aber das hat zumindest geklappt. Ist hier noch irgendwo ein... Da ist doch noch eins. Aber die Tür ist zu. Bringt uns also nichts. Da oben? Ist da oben noch was gewesen? Muss ja fast schon hier sein, ne? Der da hinten... Nee. Na. Habt ihr das gesehen? Guck mal gerade. Ach, der spiegelt nur. Ich dachte gerade erstmal was hinter, aber nee. Auf die andere Seite kommen wir ja nicht hoch, ne?
Das heißt, wir müssen komplett zurücklatschen. Das wäre ja doof. Oh, Mann. Weil hier haben wir ja nichts mehr, ne? Hier ist zwar ein Gitter, wo wir durch können, aber da ist das zu. Da kommen wir wohl jetzt noch nicht hin. Vielleicht ist da später eine Möglichkeit, da hinzukommen, aber jetzt ist da noch keine. Boah. Bleiben die Gegner jetzt eigentlich komplett aus dem Flügel weg? Weil dann würde ich doch mal geschwind nochmal zum Anfang des Flügels latschen und hoffen, dass wir doch irgendwo noch ein Gitterchen für unsere neue Fähigkeit finden. Aber ich mag das ja, wenn man mal zurücklaufen kann und dann Sachen wiederfinden, also die Zelda und die Zelda-Prinzip und ja auch seit Symphony of the Night so ein bisschen auch hier drin, also in Castlevania Metroid ist es ja auch stark drin. Ich mag das ehrlich. Neue Bereiche allein dadurch klimmen zu können, dass man mehrere Fähigkeiten hat. Das gefiel mir auch an dem neuen Tomb Raider. Sehr gut, was war das denn jetzt? Weil ja auch das neue Tomb Raider auch diese Elemente drin hat, dass man Sachen erst drankommt, wenn man schon bestimmte Waffen hat. Und das ist hier ja in Castlevania jetzt hier nicht genau, genauso. Finde ich auch hier natürlich wesentlich besser gelöst als im ersten Teil. Das war so ein bisschen der einzig wirkliche Werbungstropfen im ersten Teil, dass man für die Sachen, die man jetzt finden konnte mit den neuen Fähigkeiten, den kompletten Level spielen musste. Das fand ich schon ein bisschen gemein. Bisschen hart. Ah, die Gegner bleiben weg. Das finde ich sehr kulant. Weil ganz ehrlich, nochmal gegen dieses zwei Skelette, auch wenn es nur zwei sind, aber kann ich eigentlich diese Wand da einrammen? Nee, ne? Vielleicht später mal, aber jetzt noch nicht. Na gut. Muss echt hier auf dem Weg hier noch eins gewesen, ein Gitter gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht. Dok. Ah ja. Castlevania. Ich weiß, die kommen wahrscheinlich gleich ab Hühn. Das sind sie auch schon, aber. Nö. Muss aber sagen, manchmal muss ja nicht jeden Kampf bestreiten, den man bestreiten kann. War ja noch ein Gitter? Nö, ne? Hier ist ja nur das Herz-Dings-Bums. Container, der war oben. Noch, warte mal gerade, da schaue ich nach. Ich meine, war hier nicht oben das Gitter gewesen? Oder waren das Trümmer? Ne, das waren Trümmer. Ja gut, hätte sein können, ne? Hätte alles sein können. War denn hier noch irgendwo sowas in der Art von einem Gitter? Ah, ich weiß wo. Hier war doch noch was. Oder? Ja, ich meine schon. So, das Blöde ist natürlich nur, dass wir jetzt ein bisschen Zeit brauchen. Also ein bisschen beeilen müssen. So, zack. Deswegen highlighte ich mir auch mal den Weg, dass nicht klappt gerade. Na komm. Beeil dich. Hier waren wir, glaube ich, schon mal, ne? Oder auch nicht. War ich hier schon mal... Ach, das ist ja jetzt echt fair, ne? Ja. Hauptsache, dass hier Sinn machen, wo man den ganzen Weg wieder zurücklatschen muss. Ja, Hauptsache, wir machen das einfach mal hier hin. Ganz ehrlich, also das ist ja jetzt wirklich ein Quark. Na ja, komm schon. Komm schon. So, geschafft. Denn ich glaube, hier war noch ein Gitter drin. Ach, hier war ich noch gar nicht. Ah. Verstehe. Stimmt, das war halt, als ich den ganzen Aufnahmen, die mir kaputt gegangen sind, da war ich hier. Ich verstehe. Das ist ja ziemlich gut. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich alle Sachen gefunden, ne? Ja, wunderbar, cool.
Das habe ich ganz vergessen, dass ich hier in diesem Spielstand gar nicht war das letzte Mal. Hätten wir schon viel früher haben können. Das heißt, wir hätten gegen Camilla schon... Wird er schon mehr Leben haben können? Hat ja doch nur einer gefehlt, ne? Oh Mann, ich breche das mal kurz hier ab. Das haben wir ja schon mal gesehen. Das dauert ja ein bisschen was. Auch das kann ich nicht abbrechen. Denn ich denke mal, von hier ist es einfach am einfachsten zu einem Wolfsportal. Deswegen nehme ich diesen Weg auch einfach mal. Und zwar gehen wir zu den Stadt der Verdammten. Da ist der Weg einfach am kürzesten. Deswegen kann ich mir mal ganz kurz im Abschluss der Folge in einem Laden vorbeischauen. Mal schauen, was der zu verkaufen hat. Ob er noch ein paar irgendwelche neuen Gegenstände hat oder sowas. Wahrscheinlich nur ein paar Bilder, ne? Schlüssel kann er ja keinen mehr haben. Da haben wir ja eigentlich alle. Wo war die Tür? Hier war die Tür. Ach, jetzt kommen hier die Gegner wieder, ne? Das ist ja doof. Ne, kommen sie nicht. Wo waren hier das letzte Mal Gegner? Muss man nicht verstehen, ne? Musst du nicht, musst du nicht. So, Tür. Tür, geh auf. Lass mich rein. Ich möchte... Was kommt jetzt immer noch am Putzen? Und, was hast du Neues dabei? What can I do for you, sir? Drache Geschuppe gewählt. Du hast 0 von 5. Great choice, sir. This is what you purchased so far, my prince. Was ist das? Ist leer. Na gut, die Drachenschuppe können wir auch kaufen. Da haben wir nur 3, ne? I need to restock. Gut, haben wir schon mal 3. It won't take me long. I'll come back later, sir. Wirkt like that, huh? Ja, dann können wir ein bisschen weiter schauen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania Lords of Shadow 2.